Heilige Mutter Maria, das war ein Projekt. Das hatte man sich überhaupt nicht überlegt, dass so eine Situation überhaupt entstehen kann. Es war, von der technischen Seite her war alles relativ einfach, wobei das immer man sagt, es war relativ einfach, aber es war natürlich trotzdem kompliziert. Hier zum Beispiel war das große Problem, das Gewebe sollte B1 schwer entflammbar sein und das war an sich für sich alleine kein großes Problem, aber die Schwerentflammbarkeit hatte leider auch die unangenehme Eigenschaft, das Gewebe, den Glanz dieses seitenartigen Gewebes zu nehmen. Zack, der war weg. Das war stumpf und sah gar nicht gut aus. Der Glanz war eine Bedingung, den Christo und Jean-Claude hatten. Und der sollte absolut dabei sein. Und das hat dann wiederum die Firma Adolf dann auch wirklich zustande gebracht. Ein glänzendes Gewebe für die 2 Wochen, die der Pont-Neuf eingehüllt war, zu bringen. Und Pont-Neuf hatte natürlich gleichzeitig die angenehme Seite, dass es uns in Paris als ernsthafte Menschen etabliert hat. Ernsthafte Menschen sage ich deswegen, weil es wirklich unheimlich wichtig ist, immer wieder, wenn man sich mit der Realisierung der Projekte beschäftigt, dass es wirklich möglich ist, diese Ernsthaftigkeit, die natürlich bedeutet, dass man alle Versprechen, und man macht, glauben Sie mir, man macht viele Versprechen in so einer Situation, dass man all diese Versprechen wirklich auch dann ausführt, wenn die Vollendung näher kommt. Die Versprechen waren insofern wichtig, weil das Denkmalamt natürlich bei so einem Projekt immer was zu sagen hat. Und dass also zum Beispiel der Sandstein keine Schleifspuren haben darf und dass im Prinzip die Brücke, so wie sie ist, wieder zurückgegeben werden muss, wie wenn man eine Wohnung anmietet und am Schluss des Mietverhältnisses gibt man die Wohnung besenrein zurück. So haben wir die Pont-Neuf besenrein zurückgegeben nach der abgelaufenen Ausstellungszeit und auch das Denkmalamt war zufrieden und glücklich, denn wir haben wirklich an dem Sandstein überhaupt keinen Schaden angerichtet. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass 4 Jahre später war ich wegen einer anderen Sache in Paris und habe nostalgisch, wie man eben so ist, gedacht, ich schlendere mal über den Pont-Neuf und habe dabei festgestellt, dass das gesamte Sandsteinhaut des Pont-Neuf weg war. Das haben die abgebaut, haben es gereinigt, aber nicht eben vor Ort, sondern in Werkstätten. Und wir haben also diese wirklich geforderte Vorsicht durchgeführt und dann haben wir festgestellt, man hätte sie auch abnehmen können. Natürlich, vollkommen.